Leute, Cramix hier, was geht ab, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam mal wieder auf ein Cola Mentos Pop-It-Experiment reagieren. Mal wieder hier von dem Freund Pferd, Leute. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, ab geht's mit dem Video. Oha, die machen hier auf Squid Game-mäßige Optik. Oh nein. Nein, unser Freund Ferdinand hat verkackt die Squid Game-Aufgabe. Ist das jetzt heute hier ein Squid Game Oha, das Squid Game Special. Zu nice. Ah, deswegen macht der einen Stern. Okay, okay. Also heute gibt es auf jeden Fall wieder wilde Coca-Cola Mentos Experimente. Wir starten direkt rein. Und Leute, ich gönne mir gerade noch nebenbei einen Proteinshake, weil ich gerade noch beim Sport war. Nach einem Monat mal wieder, ja. Also ich war echt lange nicht mehr beim Sport. Ein bisschen Katastrophe, aber jetzt geht's wieder los. Guck mal, wie schön die das hier immer alles ausschaufeln. Ich habe auch schon gesehen, in dem Video, da finden noch mehr Experimente statt. Also hier wird es nicht nur dieses eine Experiment geben. Boah, hat er aber schön gemacht hier, den Stern. Sieht gut aus. Ja. Leute, checkt auf jeden Fall auch meinen Adventskalender in der Videobeschreibung ab. Bei jeder Bestellung ist eine handsignierte Autogrammkarte mit dabei und zwei extra Videos durch die QR-Codes auf der Rückseite von den Adventskalendern. Nur für die Leute mit den Adventskalendern, nur solange der Vorrat reicht. Ihr wisst Bescheid. Jetzt macht ihr sogar extra Beton an mich, ne? Die mal hier auf einmal Maurer geworden hier. Der Squid Game Maurer. Die geben sich da echt immer richtig Mühe, ne? Dass sie da sogar richtig so Beton dahin machen, damit das da nicht so schnell abläuft. Jetzt macht ihr so Linien rein. Ich nehme mal an, für die verschiedenen Orbis, in verschiedenen Farben, die er da reinmacht. Oder macht er das diesmal mit Pop-Its? Ich weiß nicht. Weil irgendwie stand Pop-Its da im Titel. Aber ich denke mal, der macht es wieder mit Orbis. Ist wahrscheinlich so ein Pop-It Star, den er nachbaut, aber mit Orbis. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin auch irgendwie heute ein bisschen dunkler hier, oder? So, ein bisschen lichtheller gemacht. So, oha, was hat er hier alles an Farben? 6 verschiedene. Blau, lila, blau, grün, gelb, orange, rot. Mhm. Muss ja hier aber einen schönen Rainbow machen, ne? Da müsste ja dann als nächstes das Orange kommen, dann das Gelb. Genau, machst du gut, Junge. Jetzt, so. Jetzt als nächstes machst du das Gelb. Genau, machst du gut. Genau. Super, dann als nächstes machst du Grün. Guck mal, Leute, der hört auf mich. Ich sag ihm, was er machen soll. Weil ansonsten wüsste der nicht, wie ein Regenbogen aussieht. Genau. Dann als nächstes machst du Blau und dann Lila. Dann haben wir das. Doch, guck mal, wie der auf mich hört. Der macht das nur, weil ich das gerade gesagt habe. Hey Leute, das Video ist heute schon wieder so. Das Video heute ist einfach schon wieder absolut lost. Boah, sieht aber schön aus, ne? Sieht richtig cool aus. Mhm. Wir haben hier Cola, Fanta, dann die grüne Sprite, dann irgendwas anderes, Fresh irgendwas, Mountain Dew, Iron Brew. Iron Brew. Das sind hier die russischen Limonaden. Ah. Mirinda Mixit. Oha, oha, Leute. Oha. Was der da alles geholt hat, ne? Maschine, der Kerl. Wieder ganz wild. Coca-Cola Lime. Ich weiß nicht, Leute. Trinkt ihr eigentlich gerne diese... Ich nenne es jetzt mal Special Colas, die noch nach irgendwas anderes schmecken, wie Cola Vanille, Cola Cherry, Cola Lime, whatever. Also mir schmeckt das gar nicht. Ich finde das so ekelhaft. Ich musste mal gefühlt fast mich übergeben, als ich Cola Vanille getrunken habe. Ich mag das gar nicht. Ich mag den normalen Cola-Geschmack, aber wenn da noch irgendwie sowas dazukommt, feiere ich gar nicht.
Mögt ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Fuse Theater auch, okay. Mountain Dew. Okay, der macht das hier auch schön nach Farben, finde ich gut. Das Rote zu dem Roten, hier das Dunkle zum blauen Lilan. Genau. Das haben die aber früher auch nicht gemacht, ne? Man merkt, seit wir das, ich habe das jetzt ein paar Mal immer gesagt, dass sie das nach den Farben sortieren sollen, jetzt machen die das. Also, ne, der Ferdinand und ich sind so. Genau, ja, das Grün macht der zu Grün. Genau, super, gut machst du das. Weiter so. Das machst du zu dem Lilanen. Wow. Wieder, der hört einfach auf mich. Ich bin, in Wahrheit bin ich der Typ unter der Squid Games Maske. Ich habe den Kanal von Ferdinand übernommen. Genau, das zu Orange. Na, ergibt Sinn. Genau, Chef, machst du gut. So. Das machst du hier bei Grün und Gelb und so, ne? Jetzt hat er, das ist Blau. Nee, gut, dann hast du recht. Hast du recht. Ich dachte, es wäre Gelb, dieser Ding. So, hier, okay. Das ist Cola Lime, deswegen darf das auch da ins Grüne rein, ne? Wegen der Limette. Mhm. So, Fanta ins Gelbe. Ah, ne, okay, das genau machst du nochmal überall drüber hier. Genau, wusste ich doch. So, jetzt ein bisschen Spülmittel rein, damit das auch gleich schön schäumt. Genau, so schön überall drüber, schön am Rand entlang, ne, damit das überall ist. Mitte auch noch, genau. Jetzt kommt wieder diese Spezialflüssigkeit, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Wir haben es noch nicht rausgefunden. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es ist aber krank. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht in den Kommentaren gelesen, dass irgendjemand mir erklärt hat, was das immer für eine Flüssigkeit ist, was sie da reinhauen. Weil ich wette, daran liegt das, dass es so krass schäumt. Cola und Mentos schäumt natürlich schon, aber damit geht das ja immer ultra ab mit dieser Spezialflüssigkeit, ne? Das ist ja immer dieses ganz andere Level. Oh, wow. Der Squid Games Meister. Uiuiuiuiuiui. Jetzt geht's hier ab, Alter. Ey, krass, ne? Das braucht doch dann so einen Moment und dann auf einmal fetzt das richtig los. Oh, wie schön das einfach wieder aussieht, ne? Wild. Ganz wild. Okay, ich würde sagen, wir schauen hier noch eine Sache weiter, weil das finde ich auch interessant, ne? Und zwar, was wird hier wieder am weitesten kommen? Wir haben ja schon öfter so eine Experimente geschaut und meistens hat tatsächlich der Klassiker Cola gewonnen. Wie das jetzt heute aussieht, wir haben ein Auto, was mit Sprite angetrieben ist. Also Leute, ganz ehrlich, scheiß mal drauf auf Elektroautos oder so. In Zukunft werden die Autos einfach durch ein Cola-Mentos-Gemisch angetrieben werden. Wir haben hier einmal mit Sprite und Sprite-Mentos-Gemisch. Wir haben ein Fanta-Mentos-Gemisch und ein Coca-Cola-Mentos-Gemisch. Also ihr könnt ja mal gerne vermuten in den Kommentaren, was ihr denkt am besten ankommt. Meine Vermutung ist jetzt, das Cola-Ding wird am besten, weil das ist der Klassiker. Also Cola-Mentos ist ja der Klassiker und ich habe schon mal so ein Experiment geschaut und da war wirklich Cola auch am besten. Deswegen schätze ich jetzt auch einfach mal wieder, dass es so sein wird. Wir fangen an mit dem Sprite-Auto. Ich glaube, das reicht nicht aus, um Elektroautos zu ersetzen. Cola, komm, Cola. Guck mal, Leute, wie krass das abgeht. Okay, ist natürlich schon ein bisschen zu krass abgegangen, dass sich das Ding überschlagen hat. Ist aber auf jeden Fall weiter geflogen als Sprite. Also Cola aktuell auf dem ersten Platz. Und jetzt kommt Fanta. Ja, das war gar nichts. Also Fanta ist gar nichts, ne? Das war nichts. Das heißt, der Klassiker Cola hat hier an dieser Stelle wieder rasiert. Haben wir natürlich schon wieder uns gedacht. Wir sind ja mittlerweile hier Experten auf dem Kanal, was so eine Experimente angeht. Boah, guck mal, wie die voll zerstört das Ding. Zu krass. Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt meinen Adventskalender aus. Wie gesagt, über die Hälfte sind schon weg. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.